Also wir beide wollen Zahnärztin werden und das gefällt uns. Diese Chance, die ich angeboten bekomme, sollte ich auch nützen und die nütze ich. Ich kann Neues lernen und mein Wissen vertiefen. Und das bringt viel bei der Aufnahmeprüfung. Sie alle wollen eine gute Ausbildung. 8 Monate lang begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zur Gymiprüfung. So, herzlich willkommen im Gymnasium Unterstrass zum Aufnahmeprozedere von Chagall 9. 9 bedeutet, das ist das 9. Jahr, dass wir dieses Programm führen. Victoria? Ja. Saturia? An Schweizer Gymnasien stammen weniger als 10% der Schüler aus fremdsprachigen Familien. Das Schulhaus Unterstrass in Zürich hat vor 10 Jahren das Projekt Chancengerechtigkeit durch Arbeit an der Lernlaufbahn, kurz Chagall, lanciert. Carina? Es geht für uns ein Stück weit um Gerechtigkeit. Es hat in diesem Land junge Menschen, die hätten das Potenzial und sie haben den Arbeitswillen, sie sind einsatzfreudig und mit ein bisschen mehr Unterstützung können sie schulisch Erfolg haben, können eine gute Lehre machen, können eine Berufsmittelschule machen. Begabte Jugendliche von Migrantenfamilien mit niedrigen Einkommen werden auf die Prüfung für die Mittelschulen vorbereitet. Man weiß aus der Forschung natürlich, dass es für ein Kind mit Migrationshintergrund fremdsprachig enorm schwierig ist, in eine höhere Klasse eingestuft zu werden. Gleiche Leistung, 4,5. Wenn ich Lea heiße und mein Vater Jurist ist und die Mutter Primarlehrerin, beide aus der Schweiz, dann werde ich selbstverständlich in die Sekundarschule A eingestuft. Aber Gasmend aus dem Kosovo, beide Eltern nur in Hilfsberufen tätig und der deutschen Sprache nicht mächtig, hat diese Chance nicht. Ich habe mit unserem Direktor über meine Zukunft am Gymnasium Unterstrass gesprochen und auf einmal hat er mir ein Mäppchen übergeben. Darauf stand Chagall und ich war damals spannenderweise die einzige Person mit Migrationshintergrund, sowohl im Lehr- wie auch im Schülerkorpus der ganzen Schule. Und er meinte, du wärst eigentlich der Mann dafür, schau es dir mal an, wir brauchen eine operative Leitung. Die Eltern von Stefan Marcet, beide Zahnärzte, kamen vor rund 50 Jahren aus Slowenien in die Schweiz. Ich hatte einfach das Glück, dass ich aus einem Elternhaus kam, das mir eine Bildungskarriere ermöglichen konnte. Aber ich bin natürlich in den späten 70ern, in den 80er Jahren konfrontiert worden damit, was es heißt, wirklich Ausländer zu sein in der Schweiz, was es heißt, einfach anders zu sein, was es heißt, in einer Form nicht wirklich dazu zu gehören. So, herzlich willkommen. Die erste Hürde habt ihr schon genommen. Er sitzt jetzt da. Wir freuen uns, dass sich so viele Leute dieses Jahr angemeldet haben für Chagall. In diesem Jahr wurden rund 40 Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrern empfohlen. Die Bereitschaft, Freizeit zu opfern, Lernwille und Motivation gehören zu den wichtigsten Aufnahmekriterien. Anders als in den meisten anderen Kantonen darf im Kanton Zürich nur ans Gymnasium, wer die Aufnahmeprüfung schafft. Matthias ist seit 3 Jahren in der Schweiz. Sein Vater ist Schweizer und lebt in Bolivien, seine Mutter Ungarin. Wie geht's dir? Gut. Sicher? Bist du nervös? Ja. Fassen wir das mal mit den Sprachen zusammen. Du sprichst jetzt gerade mit uns Hochdeutsch. Dann hast du dazwischen ein bisschen gesagt, das heißt, du kannst auch Schweizerdeutsch? Ja, das haben wir manchmal. Dann sprichst du Spanisch? Ja. Ungarisch? Ja. Englisch? Ja. Was noch? Und ein bisschen Französisch. Ein bisschen Französisch. Was möchtest du später mal machen? Was stellst du dir so vor? Also, ich weiß es nicht ganz genau, aber falls die Chemie nicht geht, dann würde ich Informatik lernen gerne. Mhm. Und nachher im Informatikgebiet etwas machen. Sonst bin ich noch nicht so sicher.
Gut, dann bitten wir dich mal draußen zu warten. Also ich würde ihm die Chance geben, ja. Weil er muss natürlich einfach auch, wahrscheinlich auch vom, weißt, vom Wechsel von Ungarn da an, zuerst von Bolivien nach Ungarn, von Ungarn dann da, das sind 2 Jahre in der Schweiz, das ist eigentlich nichts. Also ich finde, er hat das so schaurig gut gemacht. Sanja Gabule, schon mal in unserem Programm studiert, jetzt an der ETH, dort bist du auch in Linz. Frau Manga, kennst du? Mohammed wurde in der Schweiz geboren. Seine Eltern kommen aus Somalia. Darf ich ihn setzen auf den großen Stuhl? Mohammed, erzähl uns doch ein bisschen was über dich, deine Familie. Ich bin auch zurzeit ist egal. In Schule aus Riedenhalten. Und ich möchte mal in der ETH studieren. Was machen deine Eltern? Dings, mein Vater arbeitet als Holzarbeiter. Holzbearbeiter. Okay. Was bearbeitet er so? So Urnen. Okay. Meine Mutter ist Hausfrau. Mhm. Geschwister hast du auch noch ein paar, habe ich gesehen, oder? Ja. Vier Geschwister. Vier Geschwister. Mohammed kommt aus Somalia. In seiner Freizeit hält er sich gerne an der frischen Luft auf und fährt Velo oder Skateboard. Er besucht Chagall, weil er entweder Ingenieur oder Arzt werden möchte. Die 14-jährige Franziska kommt aus Kroatien. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Geige. Französisch ist ihr Lieblingsfach. Ihre Schwester Victoria kommt ebenso aus Kroatien. Am Chagall-Programm nimmt sie teil, weil sie Medizin studieren und Ärztin werden möchte. Von 40 Bewerberinnen und Bewerbern wurden schließlich 26 aufgenommen. Die Eltern dieser Jugendlichen stammen aus 15 Ländern. Während die einen sich über die Aufnahme beim Chagall-Programm freuen, feiert im Juni 2016 eine Klasse im Gymnasium Unterstraß die Matura. Mit dabei ist Roshani, die vor 4 Jahren dank Chagall den Sprung ans Gymnasium schaffte. Am allerersten Schultag haben wir müssen sagen, was wir möchten werden. Und nebst allen Schülern, die gesagt haben, irgendwie, sie möchten irgendeinen Lehrberuf machen, bin ich die Einzige darunter gewesen, die gesagt hat, ich möchte Kinderärztin werden. Weil das schon ein Traum ist, seit ich 2 Jahre alt bin. Und darauf hat mich dann meine Lehrerin hat mich darauf angesprochen, dass ich ins Chagall könnte und dass es eben das Projekt gibt. Ich glaube, dadurch, dass halt meine Eltern zu Hause mir nie haben können helfen und ich in der Volksschule eigentlich schon alles alleine musste machen, ich habe es wie als nötig erachtet, dass ich jetzt also ein bisschen Unterstützung brauche, um das Gymi zu bestehen. Erster Schultag. Zusätzlich zur Sekundarschule müssen die Schülerinnen und Schüler hier am Mittwochnachmittag und am Samstagvormittag 6 Stunden für die Gymi-Prüfung lernen. Hinzu kommen noch viele Stunden Hausaufgaben. So, wir machen das, was wir am Samstag gemacht haben. Damit beginnen wir. Bitte aufstehen. Wir machen unser kleines Workout. Genau, machen wir kurz. Einatmen, ausatmen. Mohammed, die zweite Übung. Schwingen. Schwingen, genau. Achtet darauf, dass ihr euch bitte die Finger nicht an den Stühlen anschlägt. So, und jetzt schwingen wir. Also wir sind kein Altersheim. Hm? Gut, nächste Übung. Richtig durchkämmen. Okay. Euch etwas Solides vorstellen, wie ein Baum oder einen Felsen. Jeden Trainingsnachmittag eröffnen wir mit dem sogenannten Chagall Warm-up. Das ist ein Ablauf an verschiedenen Übungen, die die Schüler
gemeinsam machen und lernen. Also sie erlernen 15 Übungen in einer Choreografie, in einer Abfolge. Und damit decken wir eigentlich zwei Punkte ab. Der erste Punkt ist, die Schüler, musst du dir vorstellen, kommen aus verschiedenen Schulen, waren am Mittwochmorgen noch in der Schule, in einer anderen Umgebung und kommen hier dann zu uns aufs Gymnasium, um an dieser Aufnahmeprüfung zu arbeiten. Und das ist so eine Art Fokussierung der Gruppe aufs gleiche Ziel durch diese Übungen. Und jede dieser Übungen deckt bestimmte Bereiche ab. Zum Beispiel, wenn ich zu lange am Schreibtisch sitze, was kann ich machen, wenn meine Schultern verspannt sind, wenn mein Nacken wehtut? Was kann ich machen, wenn ich zu aufgeregt bin oder zu abgelenkt? Normalerweise, wenn ihr in die Schule geht, dann hat die Lehrperson ja zwei Aufgaben. Sie unterrichtet euch, sie fördert euch, aber sie setzt auch Noten. Versteht ihr? Also einerseits fördert sie euch, aber andererseits muss sie auch bewerten. Wir sind hier, die Trainerinnen sind hier in der luxuriösen Lage und deshalb nennen wir sie Trainerinnen, weil sie euch nicht benoten müssen, sondern sie sind wirklich für euch da, um euch zu helfen. Und ich auch. Also kommt vorbei, wirklich. Große Lokalaktion. Ups, Stufe. Achtung, Stufe. Und ich habe euch hier jetzt ein Beispiel aufgeschrieben für ein Pronomen, Adjektiv, und hier ist das Nomen. Und jetzt schreibe ich einen zweiten Satz darunter. Deutsch ist die Brücke zum schulischen Erfolg. Janja Maric weiß aus eigener Erfahrung, was ihren Schülerinnen und Schülern zu Beginn fehlt. Und jetzt sehen wir, dass sich das Pronomen verändert. Ein wird zu einen. Meistens haben sie viel Wissen, aber es ist vielleicht noch etwas ungeordnet. Und dann ist es auch schwieriger, das zur gegebenen Zeit abzurufen. Ja. Lang? Lang, länger, am langsten. Noch. Du kannst weiter. Egal. Egal. Ja, machst du. Viel mehr um. Nein. Doch. Mehr um. Meister. Meister. Oh, Meister. Genau. Chagall ist für die Jugendlichen auch eine gemeinsame Erfahrung. Also sie sind nicht einfach nur Einzelkämpfer hier, sondern wir erleben es auch immer wieder, dass eine Gemeinschaft eigentlich entsteht. Viel mehr am meisten. Ja. Wir haben in den Feedbacks auch gesehen, dass Schüler sagen, sie finden es toll, dass sie hier nicht zum Beispiel ausgelacht werden oder es komisch ist, wenn sie gewisse Fragen stellen, die halt darauf zurückgehen, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Gut, die, die schwierig waren, die immer am besten wieder repetieren. Manchmal habe ich Schwierigkeiten, also nicht im Deutsch habe ich Schwierigkeiten, aber sonst ist es ein bisschen schwierig, manchmal einen ganzen Tag durchzuhalten. Also wenn man hat drei verschiedene Sprachen manchmal. Und dazu kommt noch das Zuhause, ich rede Ungarisch, also vier und manchmal auch fünf Sprachen muss ich einen Tag benutzen. Ich bin zufrieden da. Also mir fehlt nur meine Freunde aus Ungarn und manchmal die Familie, weil ein größter Teil von meiner Familie lebt in Ungarn und die andere in Bolivien. Also ich sehe sie nicht so offen. Es ist für uns wichtig, dass wir immer ein gutes Wissen haben über die Welt, dass wir auch mitdiskutieren können. Und deshalb hoffe ich, dass ich schaffe, das Aufnahmeprüfung. Henriette Stierlin studierte Literatur und Anthropologie. Während einer Feldforschung im bolivianischen Dschungel lernte sie ihren Mann kennen, einen Schweizer Tierarzt, der in Bolivien geboren wurde. Nach der Trennung ging sie nach Ungarn. Später kam sie ohne Deutschkenntnisse in die Schweiz. Ja, das war das Schwierigste, weil ich spreche sehr gut Englisch und Spanisch, aber kein Deutsch und ich bin nicht gewöhnt, nicht
kommunizieren, nicht gut kommunizieren. So die erste war natürlich Deutsch lernen. Aber es ist nicht immer so einfach, ne, dass ich gedacht habe. Zum Beispiel die Ordnung von den Wörtern. Und ich möchte immer Deutsch korrekt sprechen und das stört mich bis jetzt, dass ich kann nicht eine super gut Deutsch sprechen, auch wenn es ist nicht mehr schlecht. Sie arbeitet Teilzeit in einem Sozialprojekt, für das sie eigentlich überqualifiziert ist. Die dreiköpfige Familie lebt in Zürich in engen Wohnverhältnissen. Ich denke, er ist genetisch Schweizer, mehr als Ungarisch. Ich sehe das. Er mag Ordnung, er mag alle was klar und super organisiert. Ich kann ohne Kinder eine Reisearbeit finden, weil natürlich das für mich ein Traum. Ich mag reisen, ich mag meine Arbeit, aber ich denke, wenn man entscheidet für eine Familie, das kommt auch mit Verantwortlichkeit. Und in diesem Zeit, als Kinder fast sind Teenager, ich musste entscheiden, ob es für mich oder für die Kinder. Und ich denke, in dieser Zeit, ich möchte die Kinder. Sie sind wichtiger als ich. Im Moment, ich sage nicht immer, aber ja, im Moment, sie brauchen Stabilität und eine gute Ausbildung. Ich denke, Matthias will sicher in der Schweiz bleiben. Das ist klar. Er mag hier, er findet das toll. Und ich, keine Ahnung. Im Moment weiß ich es nicht. Dieses Programm, das braucht sehr, sehr viel Mut. Oder? Ihr müsst durchziehen können. Und deshalb machen wir mit euch eine kleine Übung und danach einen kleinen Test. Sebi wird euch gleich zeigen, wenn du das Katana holst, was wir machen. Ihr werdet nämlich lernen, einem scharf geschliffenen Samurai-Schwert auszuweichen. Mut bedeutet ja nicht, dass man keine Angst hat, sondern Mut bedeutet, dass man trotzdem ruhig bleibt und nach vorne geht, auch wenn man Angst hat. Das vergisst man gern. Also das Ding ist wirklich scharf. Hm? Diese ungewöhnliche Mutprobe sei absolut freiwillig, versicherte uns Marcet. Okay, ihr habt das toll gemacht. Ich will euch schnell was zeigen. Wir würden doch nie im Leben ein scharfes Schwert benutzen. Das war ein kleiner Test. Was ihr daraus ziehen sollt, ist, geht auf die Gefahr zu, entspannt euch, atmet. Schwierige Prüfung, atmen. Atmen. Nicht steif werden. Ajita und Victoria gehen seit der ersten Sekundarklasse zusammen in die Schule. Sie sind beste Freundinnen und unzertrennlich, wie sie sagen. Victoria kam vor 8 Jahren mit ihren Eltern aus der Slowakei in die Schweiz. Ajita wurde als Kind tamilischer Eltern in Zürich geboren. Warum wollt ihr zusammen auftreten? Ja, wir fühlen uns sicherer, wenn wir zu zweit sprechen, anstatt alleine. Also mit ihnen zu sprechen. Ja, also ich wollte schon, seit ich klein war, Zahnärztin werden, weil ich es spannend fand. Also, ja, wo ich in die Zahnarztpraxis gegangen war, haben sie ja bei mir in den Mund etwas gemacht und ich wusste nie, was sie genau machten. Und dann habe ich mich interessiert, was sie da wohl machen. Also auch als ich klein war, hatte ich mit Knete Zähne gemacht und reingebohrt und es hat mir Spaß gemacht, auch mit kleinen Sachen zu arbeiten, also mit den Händen, so präzise. Wie ist das zu Hause?
Kannst du zum Beispiel zu Hause mit einem mit einer Hausaufgabe gehen und Vater oder Mutter, können sie dir helfen? Also ich löse eigentlich die Hausaufgaben alleine, weil sie ja nicht alles verstehen, was ich ihnen zeige. Und dann ist es auch schwierig, wenn ich ihnen alles erklären muss. Und ja, dann mache ich es lieber alleine oder frage meine Geschwister. Quand je me présente, qu'est-ce que je dis? De quoi est-ce que je parle? Je me présente, qu'est-ce que je nomme? L'âge. Mohamed. J'ai 16 ans. C'est bien, attention, j'ai. Ich könnte mir noch vorstellen, dass für viele Schüler das Thema Integration eben sehr dominant ist, auch in diesem Alter. Sie wollen sich anpassen, sie wollen so sein wie die Schweizer Kinder. Sie müssen schon eine Leistung erbringen. Und dann kommt noch die Schule dazu, das ist nochmals eine Leistung. Sie sind schon sehr gefordert. Je suis, et puis tu dis. Die Motivation ist im Allgemeinen sehr gut. Die allermeisten kapieren, realisieren, dass sie eine Chance haben, die sie wahrnehmen können. Alors très bientôt, c'est ton anniversaire. Einmal im Jahr lädt die Schulleitung alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Chagall-Programms zum Brunch ein. Sie fühlen sich weiterhin verbunden mit der Schule Unterstrass. Eine gute Gelegenheit für die Neuen, sich in einer freundschaftlichen Atmosphäre mit den ehemaligen auszutauschen. So, guten Morgen. Schön, seid ihr alle da. Ganz besonders begrüße ich auch die Schüler und Schülerinnen aus Basel, aus der Wirtschaftsmittelschule. Da gibt es ein vergleichbares Programm, inspiriert von Chagall, das nennt sich Chabal. Chance Basel. Schön seid ihr da. Tauscht euch aus untereinander. Ja. Zum heutigen Programm, ich weiß, ihr habt alle Hunger. Kleines logistisches Ja, Problem. Einfach einen Hinweis bitte. Zuerst mal maximal 3 Brötchen pro Person. Weil es wollen alle was haben. Guten Appetit. First comes, first serves. Ja, das Chagall-Team hat mich gebeten, doch ein paar Sätze zu euch zu sagen. Wenn man aus einem anderen Land kommt und in Mitteleuropa einzieht, hat man grundsätzlich 3 Möglichkeiten, vorwärts zu kommen. Die erste ist Sportler werden, Profisportler. Da kam mir der Admir in den Sinn. Der Admir ist mit unseren Kindern in die Schule gegangen, in Oberwinterthur. Der Admir heißt Memedi, spielt jetzt bei Bayer Leverkusen und in der Schweizer Nationalmannschaft, ist albanisch-mazedonisch. Der Admir hat offenbar, so erzählt man es sich bei uns in Oberwinterthur, hat offenbar jeweils in der Schule gesagt, wenn er nicht rauskam, muss ich nicht wissen, ich bin Profifußballer. Okay, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, er hat es ja geschafft, oder? Die zweite Möglichkeit, ein eigenes Geschäft auftun, möglichst schnell. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, und die heißt eine gute Berufslehre und oder ein Studium. Aber das bedeutet, in der Schule gut sein. Und das ist, kam mir dann in den Sinn, der Weg, den ihr gewählt habt. Bildung. Aber alle Wege sind anstrengend, weil ihr ja Nachteile wettmachen müsst. Ihr müsst euch doppelt so viel anstrengen, weil ja zum Beispiel die Sprache die erste Herausforderung ist, um überhaupt zu verstehen, was es braucht, damit man vorwärts kommt hier in diesem Land. Und manchmal habt ihr es auch doppelt schwierig, weil die Lehrerinnen und Lehrer gar nicht richtig einschätzen können, was ihr alles könnt. Weil die Sprache eine Barriere bildet. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Danke vielmals.
dass wir nicht so weit sind. Ja, ja, ich weiss noch. Ja, geh noch ein bisschen hin. Ja, geht. Ja, gerade noch vorne an. Kommen vorne an, knüdeln da. Die schönste vorderst. Das Lehrerseminar Unterstraß wurde Ende des 19. Jahrhunderts nach evangelischen Grundwerten gegründet. Es war ein Institut für Benachteiligte. Die Schule verfügt heute über ein Gymnasium und ein Lehrerinstitut. Die gemeinnützige private Schule wird von einem Verein getragen. Bis anhin ermöglichten verschiedene Stiftungen gemeinsam das Chagall-Programm. Neu sichert der Kanton Zürich die Vollfinanzierung für die nächsten 4 Jahre. Die Erfolgsquote bei den Schülerinnen und Schülern betrug bisher im Durchschnitt rund 70%. Chagall ist erfolgreich, weil es nicht einfach nur ein schulisches Förderprogramm ist, sondern wir vermitteln auch Lernstrategien. Und wir sprechen über motivationale Grundhaltungen und bieten weitere ergänzende Hilfen, wo nötig. Wir arbeiten mit kleinen Gruppen. Das heißt, unsere Trainerinnen und Trainer können sich von ihren Ressourcen her auf jeden Einzelnen, jede Einzelne einlassen, Diagnosetests durchführen und sind im Bilde genau, was jeder Schüler, was jede Schülerin braucht. Dasselbe gilt auch für mich. Dadurch, dass die Gruppe klein gehalten ist, kann ich jeden Schüler, jede Schülerin kennenlernen. Ich kann Gespräche führen, ich kann auch ihre Motivationskrisen erkennen. Es ist überschaubar. Mit der Zeit wird die Doppelbelastung spürbar. Die Folge? Sinkende Motivation. In dieser Phase führt die Leitung mehr Gespräche mit den Jugendlichen und versucht herauszufinden, wo der Schuh drückt. Hi, Matthias. Kannst dich setzen. Also, wie läuft es in der Schule? Gut, meine Noten werden immer besser. Wo? Erzähl mal ein bisschen. Also, in Mathe. Mhm. Also, die sind ein bisschen besser als wir. Also, nicht so, es gibt nicht so große Schwankungen. Mhm. Wie 3 und 5 und so. Sondern jetzt mehr, eher so 4 und 5. Mhm. Und jetzt gerade in 6. Wow. Wo? In Mathe? Ja. Okay. Wenn ich mir so die Unterlagen anschaue, ist das einfach so, dass die Feedback-Meldungen von den Trainerinnen wirklich nicht gut sind. Weil wenn du diese Prüfung einfach schaffen möchtest, dann müsstest du noch viel mehr arbeiten. Mhm. Wir sind sehr zufrieden mit dir, was deine Haltung betrifft. Du bist respektvoll, du bist freundlich, interessiert. Aber es muss einfach noch irgendwie was geschehen. Schau, der Punkt ist ganz einfach. Das, was du hier erlebst mit Chagall und Schule, das wird später dein Alltag sein an einer Mittelschule. Auf die Schule konzentrieren ist eins, aber Chagall hilft dir, durch dieses Tor zu gehen. Aber dann wird es so weitergehen. Zentral für Chagall sind die Hausaufgaben. Du kannst nur wirklich was profitieren, wenn diese Hausaufgaben gelöst werden. Versetz dich mal in unsere Lage. Was würdest du, du bist Trainer oder Trainerin und du siehst, dieser Schüler ist noch nicht lange da, er ist freundlich, er ist interessiert, er ist intelligent, aber er schafft es gerade so, dass er in seiner Schule besser wird. Und deshalb investiert er mehr in die Schule, aber hat keine Zeit fürs Programm. Mhm. Verstehst du? Ja. Was würdest du mit so jemandem machen? Was würdest du so jemandem sagen? Konzentrieren oder vielleicht lassen. Mhm. Jetzt ist einfach die Frage, was machen wir, oder? Wie geht's weiter? Ja. Du hast mir ein paar Mal gesagt, möchtest du im Programm bleiben? Ja. Okay. Weil wenn du dich konzentrierst, ist die Chance immer noch da, dass du es packst. Hi, Mohammed. Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, ja. Direkt. Ist einfach ein Standortgespräch, wie läuft's? Eigentlich gut, ja. Erzähl ein bisschen etwas. Ja. Wie läuft es in der Schule? Eigentlich besser. In Deutsch habe ich mich verbessert. Okay, super. Zum Beispiel habe ich gelernt, gegen
so Nervosität, wie man mit dem umgeht. Die Übungen hast du schon gemacht? Weil? Wo wir am Anfang machen? Ja. Okay. Und? Welche gefällt dir dort am besten? So. Die. So mit dem Nackenrollen. Nackenrollen? Ja. Machst du die noch etwa? Ja, ein paar Mal, ja. Und Nervosität kannst du auch die Überkreuzübung machen. Ja. Das geht auch, oder? Die... Ja, das kannst du noch mal schnell nochmal repetieren mit mir. Ja. Zack, zack. Genau. Und jetzt musst du schauen, dass, wenn du links. Gut. Jetzt bist du rechts über links. Okay. Jetzt musst du schauen, dass du links über rechts bist. Ja, so. Genau. Ja. Ah. Und dann drehst du. Und dann lehnst du zurück und dann schnaufst. Ja. Und das würde ich immer machen, ab jetzt, wenn du nervös wirst. Und das fällt dir auch nicht gross auf, weißt du? Nein. Also, was habt ihr da als X bezeichnet? Deutsch macht an der Prüfung 40% aus, ebenso Mathematik. Aber auch da macht vor allem die Sprache Schwierigkeiten. X-600 ist das günstige Fahrrad. Dann für 2 haben wir 2x-2. Weil die Zahl ja um 2 kleiner ist als das Doppelte der ersten. Dann gibt es einen Bereich, da performen unsere Schüler eher unterdurchschnittlich. Das ist beim Bereich der Textaufgaben. Da ist klar, dass unsere Schüler Probleme haben, weil es ja da vor allem ums Verstehen der deutschen Sprache geht. Also dieser Text kommt ja, wie ist ja in Deutsch geschrieben. Und da stehen sie häufig an, nicht an den mathematischen Konzepten, sondern am Verständnis des deutschen Textes. Ashita hat eine Zwillingsschwester und einen Bruder, der eine Berufslehre macht. Ihr Vater arbeitet als Koch, ihre Mutter, gelernte Apothekerin, als Hilfskraft. Ashita teilt das Zimmer mit Anita. Wie unterscheide ich dich von Anita? Was? Aha, ja, ich habe so ein bisschen ein schmaleres Gesicht als sie. Sie hat ein bisschen hier runter und bei mir ist es ein bisschen schmaler. Meinst du, gibt es Momente, wo du sagst, ich bin hier eine fremde Person oder das spürst du gar nicht? Manchmal schon, also ja, in der Schule manchmal, wenn ich vielleicht ausgeschlossen, also ich werde nicht gerade ausgeschlossen, aber ja. Dort fühle ich mich manchmal so als Fremde. Wie merkst du das? Ich weiß nicht, ich fühle es einfach so. Dir kommt kein Beispiel in den Sinn? Ja, wenn wir Gruppenarbeiten machen, dann gibt es manchmal so Dreiergruppen. Und dann, ja, wir sind dort zu viert, also meine Kollegen und ich sind dort zu viert. Und wenn man zu dritt arbeiten muss, dann ja, wissen sie nicht gerade, wer sie wählen sollen. Dann, falls ich jetzt nicht bei ihnen in der Gruppe bin, dann ja, fühle ich mich so ein bisschen ausgeschlossen. Wenn man dich fragen würde, wo deine Heimat ist, was würdest du sagen? Ja, dass meine Heimat dort hier ist, weil ich ja hier aufgewachsen bin. Und ja. Und Freunde hast du mehr hier oder in Sri Lanka? Ja, in Sri Lanka habe ich eigentlich mehr Verwandte anstatt Freunde. Und ja, dann wäre hier eigentlich, hätte ich hier mehr Freunde. Und was erzählt ihr sonst von der Schweiz, wenn ihr in Sri Lanka seid? Gleichaltrigen zum Beispiel? Zum Beispiel Taromi. Ja, also wir reden nicht so viel über die Schweiz, also wenn wir dort sind. Wir spielen nur so ein bisschen zusammen und ja, reden über etwas anderes. Dieses Ressourcentraining, was wir heute machen, das ist ein sehr, sehr gut erforschtes Selbstmanagement-Training. Und es ermöglicht euch, in schwierigen Situationen
ganz an eurem Ziel dran zu sein. Und was wir machen mit dem Ressourcentraining, mit diesen Bildern, die wir kreiert haben, mit diesen Mottos, also vor allem mit den Bildern, die ihr selber gefunden habt, mit denen kann euer Gefühl was anfangen. Oder es weiß, aha, da geht's hin, oder? Da wollen wir hin. Und dann haben wir daraus ein Motto gemacht. Dieses Motto ist widersprachlich, das verbindet also unser Gehirn mit unserem Herz. Wenn wir jetzt die Gefühle mal ins Herz setzen, was oft gemacht wird, dann haben wir Kopf und Herz verbunden, oder? Und dann sind wir schon mal mit diesen in die gleiche Richtung unterwegs. Also ich hatte an einem Tag eine Matheprüfung, eine Deutsch- und eine Englischprüfung, aber ich hatte keine Lust, das so zu lernen. Aber als ich dann so dieses Armband angeschaut habe und mein Motto also im Kopf wieder gesagt habe, habe ich also angefangen zu lernen. Als ich die Prüfung zurückbekommen habe, hatte ich eine Mathe, also die Klassenbeste, also 5 bis 6. Wow. Eine 6er in Deutsch und ein 5 bis 6er in Englisch geschrieben. Das ist ein tolles Motto nochmal, dass du zu solchen Höhenflügen. Mit Mut und voller Energie erreiche ich mächtig mein Ziel und zaubere ein Lächeln in die Herzen der Menschen. Naja, also schön. Das hast du jetzt gerade gemacht. Ein Bild für Matthias. So, das soll die Milchstraße zeigen. So, das ist der Weg, dein Weg. Da fängst du an. Das sind deine Erfolge mit diesen Sternen. Und das sind die Sterne, wo du noch erreichen kannst, wo in dir stecken. Und wenn du Erfolg hast, zeichnest du weitere Sterne. Dann kommst du zu deinem Ziel. Matthias. Ja, so schön. Coolen Sternen. Kannst du uns dein Motto noch mal sagen? Ja. So groß wie die Milchstraße verfolge ich geduldig meinen Weg und erkenne meine Möglichkeiten. Schön. Hast du Angst vor der Prüfung? Also nur ein bisschen, könnte man sagen. Nur ein bisschen? Ja. Angst wovor? Ich glaube, das nicht schaffen. Ist das größte Angst, also das Einzige und das Größte. Sprichst du mit jemandem über deine Angst, es nicht zu schaffen? Nein. Denkst du, du schaffst die Prüfung? Oder was sagen die Lehrerinnen und Lehrer? Was ist dein Gefühl? So, wenn ich so weitermache, dann schaffe ich es. Man ist und man bleibt immer, schon wenn man den Nachnamen irgendwo angeben muss, man bleibt immer einer von denen und nicht einer von uns. Man hört es dann einfach auch bei den Chagall-Schülern, wenn sie sich für Lehrstellen bewerben, oder? Mit schwierig auszusprechenden Namen, ungewöhnlichen Namen, dass da einfach eine gewisse latente Fremdenfeindlichkeit da ist. Grundsätzlich ist es ja so, dass unsere Gesellschaft, wenn sie das Potenzial dieser Jugendlichen nicht fördert, sich etwas entgehen lässt, dann lassen wir das brach liegen und wir können uns das einfach nicht leisten. Wir brauchen doch alle jungen Menschen mit dem größtmöglichen Beitrag an die Gesellschaft, den sie leisten können. Also was wir immer wieder hören und uns natürlich auch Freude macht, ist, dass es Jugendliche gibt, die nur jemanden brauchen, der an sie glaubt und der ihnen zutraut, dass sie ihr ganzes Potenzial abrufen können und schon schaffen sie es. Look, was ist das? Lammgrillbox? Das ist Lammfleisch. Das ist Lammfleisch in einer Box. Aha. Nein, zuerst. Mach empfehlen. Ja, gut. Dankeschön. Wo wir essen? Jetzt sind wir alle da. Ich bin am Game along. Wie weit ist Ausgrenzung für Roshani ein Thema? Ich
sehe und höre so Zeug immer noch heute. Also ich sehe auch so Sachen bei fremden Leuten, die ich gar nicht kenne. Und dann wird es ein bisschen verallgemeinert. Aber ja, also verletzt bin ich jetzt nicht mehr, weil ich das nicht mehr an mich herankommen lasse. Weil das bringt es gar nicht. Das nimmt so viel Energie weg. Und das ist einfach etwas, was es gibt. Also, ja. Roshani trifft Anina, ihre Freundin aus der Gymnasiumszeit. Mit ihr pflegt sie auch nach dem Abschluss der Schule einen engen Kontakt. Aber ich weiß nicht. Ja, wie sieht es mit Genf aus? Es ist schon etwas Neues. Ja, ich bin am Planen. Ich bin am Wohnungen suchen. Also in der Uni Genf bin ich jetzt eingeschrieben. Hast du dich dort schon angemeldet? Ja. Oh, wirklich? Ja. Okay, war lässig. Eingeschrieben für Humanmedizin. Und wie läuft es bei dir im Praktikum? Ja, ich habe jetzt Ferien. Ja, Schule. Ja, noch ein paar Tage. Ja. Nein, es ist lässig. Es ist ja. Halt auch wieder Schule. Ja, mit Kindern zusammen arbeiten. Ja. Ich finde das eben eine schwierige Frage, wo ich verwurzelt bin. Ich fühle mich aber mehr als Schweizerin, weil ich da geboren bin und aufgewachsen. Sagen wir so, ich würde nie weg von da. Das ist definitiv meine Heimat zum Wohnen. Aber ja, ich genieße es auch sehr gerne, ab und zu mal wieder in meine Heimat zu gehen und dort meine Zeit zu genießen. Aber ich bin definitiv da beheimatet, würde ich sagen. So, grüezi miteinander. Guten Tag, Frau Segler. Wir haben heute die letzte Woche vor der großen Prüfung. Ich habe für euch eine Lernkontrolle vorbereitet. Aber etwas nicht, wo ich jetzt euch überprüfe, sondern wo ihr wirklich feststellen könnt, wo steht ihr? Habt ihr noch Lücken? Ja. Mohammed, wie geht's dir so kurz vor den Prüfungen? Ja, es ist aufgeregt. Bist du aufgeregt? Hast du das Gefühl, du musst noch etwas repetieren im Fach Deutsch? Ja, die Satzglieder. Die Satzglieder möchtest du machen, okay. Konntest du deine Deutschnote verbessern jetzt im letzten Semester? Zeugnis? Ist gleich geblieben. Ist gleich geblieben. Wer von euch konnte denn die Zeugnisnote im Deutsch verbessern? Dann geht's. Wie hast du dich verbessert? Also ich habe mich von einem 4,5 zu einem 5 verbessert. Sehr gut. Das freut mich. Wie geht's dir nach deiner Prüfung, vor deiner Prüfung? Das wollen Sie lieber nicht wissen. Du bist sehr aufgeregt, gell? Ja. Gut, dann machen wir doch jetzt diese Lernkontrolle zusammen. Saturia, kannst du alle Zeitformen aufzählen? Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1, Futur 2. Sehr gut, danke schön. Könnt ihr mir sagen, welche Wortart die einzige ist, die nicht veränderbar ist? Partikel. Ganz richtig. Welches schließen wir zuerst aus? Welche Partikelsorte? Melvin. Ich glaube Präpositionen und Konjunktionen. Zuerst Präpositionen. Was ist Deklination? Mohammed. Veränderbar. So, aber ist ja ein bisschen anders veränderbar als die Konjugation. Wie verändern wir die Pronomen? Franziska. Und setzt sie in ein Voll. Kennst du noch den lateinischen Begriff? Casus. Casus. Welche zwei anderen Wortarten sind noch deklinierbar? Agita. Verb. Nein. Oh nein, Adjektiv. Adjektive? Ihr habt das auf Anhieb richtig gemacht. Das heißt, ihr habt jetzt diese Wortarten wirklich intus, oder? Könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr gar nicht klargekommen seid mit der Deklination ganz am Anfang von Chagall? Und jetzt kennt ihr alle Unterarten. Sangeet hat ihr alle Pronomen aufgezählt. Ich habe das Gefühl, das sitzt jetzt, oder? Gut, dann gehen wir weiter. Mohammed auf dem Weg zur Aufnahmeprüfung für die Kantonsschule Zürich-Nord. Für ihn ist es ein wichtiger Tag. Sein Ziel hat er klar vor Augen. Er will an die ETH. An die Prüfung geht er mit einem guten Gefühl.
Die Nervosität habe er im Griff, sagt er. Ob Mohammed die Prüfung geschafft hat, wird er in rund 2 Wochen erfahren. Die Chancengleichheit der Kinder von Zugewanderten ist Jürg Schoch ein Anliegen. Chancengleichheit ist dann gegeben, wenn jedes Kind aus dem, was es an Potenzial hat und was es machen will, das auch umsetzen kann. Die Kinder sind sehr verschieden begabt. Die Kinder sind auch sehr verschiedenartig, auch von der Motivation her. Aber Chancengerechtigkeit würde heißen, ich bekomme die Chance, das aus mir zu machen, was in mir steckt, wenn ich es will. Die Schülerinnen und Schüler haben in verschiedenen Gymnasien des Kantons Zürich die Aufnahmeprüfung abgelegt. Einige von ihnen auch am Gymnasium Unterstrass. Stefan Marchet teilt ihnen die Resultate persönlich mit. Und wie geht's dir so? Gut. Ich glaube, es wird dir gleich besser gehen. Du hast nämlich bestanden. Herzlichen Glückwunsch, super. Du kannst dir setzen. Wirklich? Ja, klar. Und zwar sehr gut bestanden. Hast du nicht erwartet? Nein. Sicher nicht? Gar nicht. Wie lange bist du in der Schweiz? 4. 4 Jahre? Das ist wahnsinnig. Also du hast von 61 Schülerinnen und Schülern hast du die 22, bist du auf Rang 22. Auch die Zwillinge Franziska und Viktoria warten gespannt auf den Bescheid. Was machst du jetzt? Ich bin mega nervös. Ich erlöse dich, du hast es geschafft. Gratuliere. Oh mein Gott! Ja. So, jetzt das Schreien und Tanzen und Singen. Ich kann es gar nicht glauben. Wieso nicht? Ich weiß nicht, also ich glaube es schon, aber irgendwie... Also ich bin nicht überrascht gewesen. Und zwar auf jeden Fall recht gut. Und wir schauen, was bei der Schwester rauskommt. Ja. Freust du dich für die Schwester? Ja, mega. Willst du dich noch mehr freuen? Hast du es einfach geschafft? Was? Hast du bestanden, ja? Oh mein Gott! Schön! Ja, ich weiß nicht, wie ich das mache. Du hast schreien, du hast. Kann man vorstellen, ist natürlich ein riesen, der Druck wahrscheinlich noch doppelt so groß gewesen, oder? Wenn es den Schwester geschafft hat. Gut, schön, willkommen. Ja. Das ist auch das Schöne am Beruf, oder? Ich kann doch sagen, ich kann es dir sagen. Nochmals herzliche Gratulation. Tschüss. Gratuliere nochmal. Sie werden im Programm Chagall Plus noch durch die Probezeit des Gymnasiums begleitet. Matthias, hast du den Brief bekommen? Ja. Wie ist das Ergebnis? Schlecht. Nicht verstanden. Bist du enttäuscht? Bist du enttäuscht? Ja, schon ein bisschen. Und wie gehst du damit um? Ich suche schon den nächsten Weg. Ich werde jetzt sehr wahrscheinlich die 10. Schuljahr machen. Und ich werde eine Lehre suchen und nebendran mich an die Informatik mit der Schuleprüfung vorbereiten. Ich habe die Beginnprüfung bestanden. Da am Freitag habe ich es erfahren im Internet. Ich war sehr aufgeregt, war überrascht. Also ich habe bestanden, eine 4,05. Und war total erleichtert und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Wie hat deine Familie reagiert? So, meine Mutter war am Telefonieren mit ihrer Cousine. Sie hat gehört, dass ich gesagt habe, so bestanden. Und dann mein Vater hat per WhatsApp benachrichtigt meine Familie in Deutschland, Italien und Frankreich. Sie wurden für ihre Anstrengung belohnt, zum Teil mit
wirklich noch mal deutlich besseren Zeugnisnoten. So haben mir manche erzählt, dass sie bis zu 10 Stunden zusätzlich Hausaufgaben gelöst haben zu Hause in den Spitzenzeiten. Aber sicher immer 2 bis 4 Stunden haben sie jede Woche noch zusätzlich zu Hause für Chagall gearbeitet. Ich persönlich finde das eine sehr beträchtliche Anstrengung. Victoria schaffte den Sprung ans Gymnasium. Ajita gelang es nicht. Sie beginnt nun eine Berufslehre als Dentalassistentin. Von 26 Schülerinnen und Schülern haben 16 ihr Ziel erreicht. Die Mehrheit geht in ein Gymnasium. Andere haben eine Lehrstelle gefunden und setzen ihre Ausbildung in einer Berufs- oder Fachmaturitätsschule fort. Für uns ist das eine der schönsten, auch anspruchsvollsten, aber der schönsten und befriedigendsten Arbeiten, die wir überhaupt haben. Junge Menschen, die sich bilden wollen, die danach lechzen, etwas zu lernen, dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen und Erfolg zu haben, ist enorm befriedigend.